Hello and welcome back to the FEM channel. Our next speaker will be Rajiv Gurey. Until last year, he was a professor at the Australian National University. And his talk will be about how the counting of elections with complex voting schemes, if that happens electronically verifiably. After the talk, there will be a Q&A session, a live Q&A session here to ask questions. Nach dem Talk wird es eine Q&A Session geben, um Fragen zu stellen. Postet sie in dem IRC, im Hashtag RC3FEM, im RocketChat unter Hashtag FEM und im Fediverse und auf Twitter ist der Hashtag RC3FEM ohne von Native auf Translated umstellen und dann könnt ihr die simultane Übersetzung zuhören. And now enjoy the talk. Hello everybody, my name is Rajiv Gurey. I used to be a full professor at the Hallo zusammen, mein Name ist Rajiv Gurey. Ich war lange ein Professor an der Nationalen Universität Australiens. Das hier ist eine gemeinsame Arbeit mit Minat Gale, der ein Doktorand bei uns war bis vor ein paar Jahren, und Dirk Pattinson, der ein Associate Professor hier ist. Bevor ich anfange, alles, worüber ich reden werde, der Code, die Verifikation, die Beweise sind hier verfügbar, falls ihr sie wollt. Okay. Worüber werde ich reden? Ich werde darüber reden, über einen Weg, wie wir komplexe Wahlsysteme zählen können. Zum Beispiel übertragbare Einzelabstimmungen mit dem Computer auszählen können, und zwar so, dass die Ergebnisse sowohl formal als auch öffentlich von allen verifizierbar sind. Okay. Also, das ist die Übersicht. Am Anfang werde ich ein bisschen darüber reden, was Ende-zu-Ende-Verifikation in elektronischen Wahlsystemen bedeutet. Dann werde ich erklären, was übertragbare Einzelabstimmungen sind. Dann werde ich darüber reden, wie es aktuell in Australien mit dem Computer gemacht wird. Dann darüber, wie man das betrachten und dem vertrauen kann. Ist einiges an Material hier. Also werde ich immer nur eine kurze Übersicht geben können. Also ich hoffe, ihr kommt mit, und ich werde immer gerne Fragen nach im Chat noch beantworten. Also fangen wir an. Also in elektronischen Wahlen ist das Ziel bekannt als Ende-zu-Ende Verifizierbarkeit. Und das erreicht man in drei Stufen, die aufeinander aufbauen. Das erste ist abgestimmt, wie intendiert. Das bedeutet, dass der Wähler in der Lage sein sollte, zu verifizieren, dass der Wahlschein, den Sie abgeben, tatsächlich das bedeutet, was ihr besiegt. You don't necessarily know what the computer denn, is actually casting on your behalf. Wenn man elektronische Wahlsysteme benutzt, dann weiß man nicht zwingend, was der Computer tatsächlich für einen abstimmt. Really is what you also bedeutet abgestimmt, wie intendiert, dass der elektronische Wahlzettel tatsächlich das enthält, was man erwartet, und es gibt kryptografische Verfahren, das zu sicherzustellen. Gespeichert, wie abgeben bedeutet, dass man Belege dafür vorlegen kann, dass der Wahlschein nicht während dem Transport verändert wurde, dass es keine Man-in-the-Middle-Attacks geben kann. In other words, und am Ende gezählt wie abgespeichert, nämlich dass die Wählerinnen nachprüfen können, dass die Abzählung passiert ist wie gemacht und die Wahlstimmen nicht einfach weggeworfen wurden. Die bauen aufeinander auf wie so eine Kaskade. Wenn man alle drei hat, dann hat man Ende-zu-Ende Verifizierbarkeit. Und es gibt öffentlich verfügbare elektronische Wahlsysteme, die versuchen, das zu garantieren.
Die meisten dieser Lösungen für die ersten zwei sind auf irgendeine Art kryptografisch, irgendeine Art von Hashing. Ich werde da nicht in die Details gehen. Und nun abgezählt, wie gespeichert ist, alles schön und gut. Aber was, wenn das Wahlzählprogramm einen Bug enthält? Und was man jetzt wirklich wissen will, ist, wurde es denn korrekt gezählt? Und das ist das, was wir hier adressieren werden in dieser Arbeit. Und die Idee ist Softwareunabhängigkeit. Hier zurück auf einen der. So die Idee ist, das Wahlprogramm muss irgendeine Art von Abzählskript erstellen, irgendeine Aufnahme davon, was es getan hat. Dann ist die Idee, wenn dieses Abzählskript korrekt ist, dann ist auch das Resultat korrekt. Es gibt ja also zwei Begriffe von Korrektheit, nämlich die Korrektheit des Abzählskripts und die Korrektheit des Ergebnisses. Und was wir hier machen ist, wir setzen sie in ein formales Verhältnis, indem wir sagen, es gibt eine formale Implikation zwischen diesen beiden. Und dann ist die Behauptung, dass es trivial ist, ein Programm zu schreiben, das das Abzählskript überprüft. Okay. Also die Idee ist, anstatt dass alle der Abstimmprogramme korrekt sind, ist, dass wir verifizieren, dass dieser eine Ablauf des Programms korrekt ist, das bei dieser Wahl produziert wurde. Diese Idee, dass dieser Durchlauf ist korrekt, wird immer wieder in diesen Slides auftauchen. Das ist ein neuer Ansatz. Okay. Was meinen wir mit einem Wahlsystem? Es ist im Wesentlichen eine Methode, um So we have a paper ballot and for example like this one here it says that das ist normalerweise etwas um Papier Stimmzettel abzuzählen, aber das kann so aussehen auf Papier hier, es gibt hier vier Kandidaten und ich habe als um Position Charlie gewählt und Dave auf Position 2 und Alice an Position 3 und Bob interessiert mich nicht. Und je nachdem, wie das funktioniert, könnte das ein gültiger Stimmzettel sein oder auch nicht. Zum Beispiel müssen alle ausgefüllt sein. In einigen Gegenden muss das gemacht werden. Da wäre das ungültig, weil man eine 4 reintragen müsste und in anderen Gegenden wäre das korrekt so. In Canberra, wo ich bin, müssen wir eine Robson-Rotation auch. Und das bedeutet, wenn man überall die gleiche Reihenfolge hat der Kandidaten, dann gibt es die sogenannten Eselwähler, die Donkey Voter, der würde einfach nur 1, 2, 3, 4 von oben nach unten hinschreiben. Und alle diese Stimmen würden an Alice gehen. Aber wir haben ganz viele Esel hier und dann gibt es ganz viele von diesen Eselstimmen. Und deswegen gibt es neu sortierte Versionen von diesen Stimmzetteln in allen möglichen Permutationen. Und dann werden die überall gleichmäßig verteilt an allen Wahllokalen, dass die Esel überall gleich verteilt sind. Und dann das Wichtigste, was wir hier machen müssen beim Abzählen, ist, wir müssen herausfinden, wenn eine bestimmte Quote erreicht ist. Wenn die Quote nicht erreicht wurde, dann müssen wir den Kandidaten mit den wenigsten Stimmen finden und den streichen. Und was machen wir, wenn es unentschieden ist und wie übertragen wir eine Stimme? Und es hat mit Cybersecurity, IT-Security hier mit gar nichts zu tun, sondern es geht um formale Verifikation des Algorithmen. Und ich gucke jetzt dieses Wahlverfahren nochmal im Einzelnen an. Hier sind alle die technischen Begriffe hier und ich rede darüber, wie wir die Stimmen zählen und ich lasse das jetzt einmal stehen und wichtig hier, dass dieser Transferwert von einem Stimmzettel weniger als 1 sein kann. Und hier ist zum Beispiel ein Stapel Stimmzettel und was machen wir? Wir zählen alle die höchsten
Präferenzen. Alle, wir machen einen Stapel für Charlie und alle, wo Charlie die höchste Nummer hat, die niedrigste Nummer, erste, und dann für welchen Kandidaten auch immer das ist, sortieren wir die Stimmzettel, und in diesem Fall haben wir dann vier Stapel für alles für Bob, Charlie und Dave, und in jedem von diesen Stapeln, jeder Stimmzettel auf Charlies Stapel hat hier eine 1, und jeder Stimmzettel auf Daves Stapel hat eine 1 bei Dave, und alle in Alice's Stapel haben eine 1 bei Alice stehen. Das heißt, wir haben erstmal die erste Präferenz sortiert. Und wenn einer diese Quote erreicht hat, die wir festgelegt haben, dann ist er gewählt. Aber wenn noch niemand gewählt ist, dann müssen wir den schwächsten Kandidaten finden und den streichen. Und entweder, ob wir einen gewählt haben oder einen gestrichen haben, werden dessen Stimmen dann transferiert und übertragen. Und das erkläre ich gerade. Zum Beispiel sagen wir mal, Charlie ist gewählt. Was wir dann machen wollen, ist, dass wir diese Stimme dann an Dave geht. Aber normalerweise kann er nicht mit dem vollen Wert auf Daves Stapel gehen, denn dieser hat gesagt, er will am liebsten Charlie haben. Und wenn wir dem einen vollen Stimmwert Dave übergeben, dann bekommt er mehr Macht für diese Stimme. Und wir müssen ihn etwas erniedrigen, diesen Wert. Und dann ist dieser Wert etwas niedriger als 1. Und das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen. Wenn die Anzahl der verbleibenden Kandidaten weniger ist als die Anzahl der Sitze, die wir vergeben wollen, dann können einfach alle gewählt sein. Und das ist dann auch fertig bei diesem Verfahren. Ich erkläre noch ein bisschen über die Details. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben 4 Kandidaten, A, B, C und D. Und wir müssen 2 Sitze wählen. Und es gibt diese 5 Stimmzettel, die abgegeben wurden. Einer hat A1, B2 und D3 und die ersten dann an beiden auch. Und dann einen R1D und 2D. 2C und einer 1C und 2D. Und erstmal nehmen wir an, es gibt keine anteiligen Transfers. Und wir machen auch diese automatische Füllgeschichte nicht, sondern wir wählen alle, wenn es weniger Kandidaten als Sitze gibt. Und in Canberra, was wir hier machen, ist, wir haben eine Droop-Quota, eine sogenannte, und die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmzettel, die hier 5 ist, durch die Anzahl der Sitze plus 1, das ist hier 3, und das ist der größte Integer, größte ganze Zahl, die größer ist als das, und dann haben wir hier 5 durch 2 plus 1, und es ist dann 1 und plus 2. Und sobald jemand dann 2 Stimmen hat in dieser Wahl, dann ist er gewählt. Und was ich jetzt mache, ich zähle alle ersten Vorlieben. Und alle ersten Vorlieben. So, wir haben 3 für A, einen für D und einen für C. Das habe ich hier nochmal hingeschrieben. So, 3 für A, 1 für D und 1 für C. Und jetzt, was wir jetzt machen müssen, wir müssen gucken, ob jemand die Quote erfüllt hat. Ja, A hat die Quote erfüllt. Er hat 3 und die Quote ist 2. Und A hat einen mehr sogar als die Quote. Also A ist gewählt. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen entscheiden, was wir mit den Zusätzlichen machen. Was sind die Zusätzlichen? Die Zusätzlichen sind 1. Denn A brauchte nur 2 von diesen Stimmen, um die Quote zu kommen, hat aber 3. Also ist einer zusätzlich. Und jetzt müssen wir entscheiden, an wen wir diese übertragen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und darüber erzähle ich später auch noch mal was. Aber gerade jetzt will ich es etwas einfach halten. Das heißt, alle diese Stimmen sind genau gleich, all diese Stimmzettel. Also streichen wir einfach 2 davon, weil die alle gleich sind, und transferieren es an den dritten. So, der dritte Stimmzettel wandert jetzt von dem A-Stapel auf den B-Stapel. Das heißt, B bekommt jetzt einen mehr. So, was passiert jetzt? Jetzt haben wir
drei, die die gleiche Anzahl Stimmen haben. Niemand ist gewählt, niemand hat die Quote erfüllt. Das heißt, jetzt müssen wir den schwächsten Kandidaten streichen. So, wie finden wir den schwächsten? Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das macht einen Unterschied. Aber zur Vereinfachung, lass uns einfach so tun, als wäre diese Stimme, weil sie transferiert wurde, ist weniger wert als die, die nicht transferierten Stimmen. Ich erfinde jetzt hier einfach was, aber es gibt noch viel bessere Wege, natürlich. Aber was ich hier jetzt mache, ist, ich eliminiere jetzt und ich streiche, ich streiche B und transferiere die Stimme und transferiere die Stimme auf D. Und jetzt hat D zwei Stimmen. So, wir hatten erst B ein, D ein, und dann haben wir B gestrichen und dann geht die Stimme auf D, das heißt D hat jetzt zwei und damit hat er die Quote erreicht und D ist damit auch gewählt. Und das ist das Ende der Wahl, denn wir sollten zwei wählen und wir haben zwei gewählt, wir haben einen gestrichen und C hängt einfach noch rum und das ist weder gewählt noch gestrichen. Aber die Gewinner sind A und D. So, was ich jetzt gerne machen würde, ich erzähle euch ein bisschen über den traurigen Zustand von elektronischer Stimmenzählung in Australien. Wir haben kein offizielles elektronisches Wählen. Wir haben, aber ich möchte hier nur über das Zählen der Stimmen reden. Auf der höchsten Ebene, wir haben die Australian Election Committee. Die ist zuständig für die landesweiten Wahlen. Und das hat proprietären Code, kann nicht öffentlich reviewed werden. Und es gibt einen Freedom of Information Request, um den Source Code zu veröffentlichen. Und das wurde abgelehnt bei der Electoral Commission, weil es wegen der Sicherheit und wegen gewerblicher Vertraulichkeit. Und es wurde angefochten, aber und Security war nicht mehr gültig als Verteidigungsargument, weil es ja nur in einem geschlossenen System läuft. Aber gewerbliche Vertraulichkeit war immer noch ein Argument und deswegen wurde der Freedom of Information Antrag abgelehnt trotzdem. Und jetzt fragt man sich, warum die höchste Wahlbehörde in Australien da gewerbliche und Vertraulichkeitsgründe hat. Und es liegt daran, dass 19 Millionen Dollars werden verdient, indem Wahlen gewerblich abgehalten werden. Und dieses Geschäftsmodell wollen sie nicht verlieren. Das heißt, sie verweigern der Öffentlichkeit das Recht, den Code einzusehen, mit dem die offiziellen Volksvertreter gewählt werden, weil sie an der Seite noch nebenbei einen Profit machen wollen. Die Victorian Wahlkommission, das ist der Staat, wo Melbourne ist, und die haben auch proprietären Code. Und soweit ich weiß, kann man den einsehen, aber soweit ich weiß, hat noch niemand diesen Code wirklich untersucht. Womit ich am besten vertraut bin, ist im Australian Capital Territory. Da wurde der Code von EVAX entwickelt mit C++. Der ist seit 2001 viermal verwendet worden und bisher der Zählcode war auf der Website verfügbar, aber bei der letzten Wahl, die 2019 war, da war das plötzlich dann auch geheim. Und der gesamte Code ist verfügbar, wenn man ein Non-Disclosure Agreement unterschreibt, wo drin steht, man darf das natürlich nicht veröffentlichen, es sei denn, wir erlauben es. Aber als Akademiker können wir so natürlich nicht arbeiten. Und dann gibt es in New South Wales die Wahlkommission noch. Da ist Sydney in der Provinz. Und die haben mindestens vor einigen Jahren auf ihrer Webseite detaillierte funktionale Anforderungen veröffentlicht. Und es gab einen Brief von einem Rechtsexperten der Queen's University of Technology. Und er oder sie hat gesagt, dass er meint, dass die funktionalen Anforderungen der Rechtsprechung genügen. Der Code wurde zertifiziert von einer indischen Firma und hat alle Tests bestanden. Aber wenn man dieses Zertifikat anguckt,
dann steht in der ersten Zeile, wir garantieren nicht, dass der Code wirklich tut, was er machen soll. Wir haben nur dies und dies und dies und dies überprüft und soweit wir sehen, ist das alles okay. Es ist proprietärer Code und wir haben gefragt, ob wir den Code sehen können und haben das abgelehnt und man kann, ist nicht verfügbar für Untersuchungen. So, wie können wir jetzt das abstrakt angehen, denn ich will das erstmal ganz abstrakt halten. Die Idee ist, wir gucken uns drei Aspekte an, nämlich die Artefakte, die existieren und die Untersuchung, die wir machen können. Und wenn es diese Untersuchungen nicht gibt, wo ist dann das Vertrauen, das wir blind setzen müssen in die Entitäten? Und es gibt erstmal den Gesetzestext. Was der in Canberra gilt und wo drin steht, wie in diesem Wahlverfahren die Stimmen gezählt werden müssen. Dann gibt es die im Capital Territory, die Wahlkommission und Software Improvements, die Firma, haben diese funktionalen Spezifikationen gemacht. Die sind nicht veröffentlicht. Aber vielleicht, wenn ich wirklich ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben würde, könnte ich die wahrscheinlich sehen. Das heißt, wir müssen Software Improvements vertrauen und der Wahlkommission. Und Software Improvements hat in C++ den Code gemacht und die wollen ihn aber nicht veröffentlichen und auch nicht den Cell-Code, jedenfalls nicht mehr. Das heißt, wir müssen diesem Audit der Firma namens BMM vertrauen. Und die Firma in Canberra, die diesen Code zertifiziert hat, die heißt BMM. Und warum sollte man dieser Firma vertrauen? Was haben die gemacht? BMM ist eine Firma, die zum Beispiel Spielautomaten auditiert. Und ich denke, in Deutschland gibt es die auch. Wir haben diese einarmigen Banditen, diese Geldspielgeräte und dann wirft man Geld ein und dann funktioniert ja eine Zufallsfunktion und dann hat man den Jackpot. In Australien, sagt der Gesetzgeber, die müssen einen bestimmten Prozentsatz wieder ausspielen. Zum Beispiel 85% muss wieder an die Spieler ausgespielt werden. Und diese Company auditiert diese Spielmaschinen, Spielautomaten und ob die wirklich immer 85% des Geldes wieder ausspielen. Und wenn wir Spielautomaten auditieren können, warum nicht auch Wahlsoftware? Und also haben die das gemacht. Und das erste Zertifikat, was sie gemacht haben, das steht drin, wir geben überhaupt keine Garantien, dass es wirklich genauso funktioniert, wie es sollte. Und in New South Wales gibt es etwas Ähnliches. Es gibt den Gesetzeskept, es gibt 47 Seiten funktionale Anforderungen und das veröffentlicht. Und jemand hat diesen Computercode gemacht. Wir wissen nicht genau, wer. Der Code ist proprietär. Man kann ihn nicht einsehen. Aber jetzt müssen wir dieser Firma Birlasoft vertrauen. Und auf der ersten Seite steht wieder, wir geben keine Garantien, dass der Code wirklich so funktioniert, wie er sollte. Naja, so, wie sieht die Situation aus? In den letzten 20 Jahren haben wir viele Fehler gefunden in dem ACT-System und jemand anders hat auch in New South Wales-System Fehler gefunden. Und der erste Bug, den wir gefunden haben, waren drei Bugs in dem, und das war ein Bounce Error in einer Vorschleife und von 4-1 auf so und so für die Kandidaten macht dies und das und entweder hatten sie N-1 oder N-1 und off by one Fehler und einer unserer Doktoranden arbeitet bei Google Zürich und hat herausgefunden, dass der Code normalerweise richtig gut lief, wenn es eine gerade Anzahl Kandidaten war. Aber es ging völlig schief, wenn es eine ungerade Anzahl Kandidaten gab. Und ich weiß nicht, was genau passiert wäre, aber wir haben diesen Bug gefunden, drei Tage bevor die Leute in 2001 das live im Fernsehen zählen wollten. Wir haben diesen Fehler zugegeben, sie haben ihn gefixt, aber wir haben diesen schönen Brief zurückbekommen von der Wahlkommission, die gesagt hat, danke, dass ihr uns Bescheid gesagt habt mit diesem einfachen Fehler, es war leicht zu fixen und alles ist okay. Und wir haben sie gefragt, nun, wenn dieser einfache Fehler da war, woher wisst ihr, dass es nicht noch weitere gibt? Und sie sagten, nein, wir sind uns sicher, alles ist okay. Natürlich ein bisschen später hat mein Kollege einen weiteren Bug gefunden. Das ist dieser hier. Es gab einen uninitialisierten Boolean und verschiedene Compiler konnten verschiedene Resultate geben.
Ein anderer Kollege von mir, Jeremy Dawson, hat die Implementierung neu geschrieben oder seine eigene Implementierung geschrieben. Und als wir die Resultate der 2001-Wahl gecheckt haben, dann haben wir gemerkt, dass drei Wahlzettel in eine leicht andere Art gewählt wurden. Und was wir bemerkt haben, ist, es gab eine, alle drei hatten gleich viele Stimmen. Also es gab drei Kandidaten, die alle dieselbe Stimmenanzahl hatten und niemand, der die Quote erfüllt hat. Und einer von diesen musste als der schwächste Kandidat gewählt werden. Und die Gesetzgebung sagt in diesen Situationen, dass man zurückgehen soll in die letzte Runde, solange bis alle Kandidaten eine nicht gleiche Anzahl von Stimmen haben. Und Jeremys Ansatz war zu sagen, und was heißt das, wenn alle nicht dieselbe Anzahl haben, dann heißt das, dass sie alle paarweise unterschiedliche Stimmenanzahlen haben. Und was das tatsächlich heißt, ist, dass alle von diesen eben paarweise unterschiedlich sein müssen. Wir müssen zurückgehen, bis dieses nicht gleich zu diesem ist und dieses nicht zu diesem und dieses nicht zu dem anderen. Aber der ACT-Code hat eben genau das nicht gemacht, sondern er ist nur zurückgegangen, bis einfach einer von denen nicht mehr gleich war. Und wir sind wieder zur Wahlkommission gegangen und haben gesagt, Schatten, wir haben, glaube ich, ein Problem gefunden, und sie haben uns einen Brief zurückgeschrieben, danke. Aber wir haben einfach definiert, dass die Bedeutung von diesem Text das ist eben genau, was unser Code aktuell macht. Gut, da können wir nichts machen, das ist die Wahlkommission. Und nun, wie schlimm sind diese Fehler? Und nun, für jede dieser Bugs konnten wir eine mögliche Wahl generieren, wo dieser Bug das Resultat geändert hätte. Aber die Kommission meinte, sie hat volles Vertrauen darin. Und die Nimap-Gruppe hat letztens auch einen Bug in der New South Wales Code gefunden, die Gewinnchancen eines Kandidaten von 90% auf 10% reduziert hat. Und die erste Frage, die man sich hier stellen sollte, ist, warum reden wir überhaupt über Wahrscheinlichkeiten, wenn es um Wahlen geht? Das ist, verdient nähere Betrachtung. Wir gehen zurück zu dieses Slide hier, wo als ich eine von diesen Wahlzetteln transferieren musste, erinnern wir uns daran, da hatte A einen Überschuss von 1 und wir mussten das transferieren zu einem anderen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach einen davon transferiert, weil die waren alle gleich. Und was New South Wales macht, ist etwas sehr Cleveres. Und zwar selektieren sie einfach zufällig einen davon und transferieren dann diesen. Und das ist alles schön in diesem Fall, weil sie sind alle gleich. Aber falls diese hier unterschiedlich wären, dann werfen wir im Wesentlichen eine Münze, um zu sehen, wer denn gewählt wird. Und noch viel wichtiger ist, was das bedeutet, ist, man kann keine Neuauszählung der Wahl machen, weil der Zufallsgenerator natürlich andere Ergebnisse liefern könnte an derselben Stelle. Also, was haben meine Kollegen gemacht? Und sie haben diese Wahl einfach 100-mal ausgeführt und haben dabei bemerkt, dass einer der Kandidaten in 90% der Fälle gewonnen hat, aber in der echten Wahl gab es einen Bug und der hat die Chancen, diese Person zu gewinnen, auf 10% gesetzt. Aber diese Person konnte die Wahl nicht anfechten, weil die 3-Monate-Periode dafür schon vorbei war. Das heißt, diese Person hat potenziell die Wahl verloren, einfach wegen einem Bug, und konnte das Ergebnis nicht mehr anfechten. Natürlich etwas über bessere Arten darauf einzugehen, reden, darüber, wie man das richtig machen könnte. Aber um es richtig zu machen, brauchen wir erst etwas, das formale Verifikation heißt. Also werde ich erst ein bisschen darüber erzählen. Also formale Verifikation hat in den 60ern angefangen, während des AI-Dreams. Also die ForscherInnen für künstliche Intelligenz haben davon geträumt, vollständig automatisiert auf einem Computer Mathematik auszuführen. Es gibt ja ein sehr schönes Paper von einer von den Autoren, heißt John Harrison. Er ist ein Experte für formale Verifikation und er arbeitet aktuell für Amazon. Warum? Weil sie den Code irgendwann formal verifizieren wollten.
Aber was sie natürlich herausgefunden haben, ist die Mathematik. Oh, Moment. Sekunde. Mathematik zu automatisieren ist das ultimative unentscheidbare Problem. Also braucht man zwingend irgendeine Art von menschlicher Führung. Sie haben das 20 Jahre probiert und haben irgendwann gemerkt, das muss interaktiv sein, das geht nicht vollständig automatisiert. Die Gründe, warum man Mathematik automatisieren will, werden zunehmend ernster. Der erste vollständig automatisierte Beweis war der Beweis von Appel-Haken vom Vier-Farben-Theorem, der sagt, man kann eine beliebige Karte nehmen von Ländern und man kann sie mit höchstens vier Farben so einfärben, dass keine zwei aneinandergrenzenden Länder dieselben Farben haben. Also Appel und Haken haben einen Beweis dafür gefunden in 1976. Und das waren ungefähr 4000 Zeilen Code und Menschen haben gefragt, ist denn der Code korrekt? Das beste Beispiel, das ich kenne, ist der Pentium-Bug von 1994, der Intel eine halbe Milliarde Dollar gekostet hat. Danach haben sie angefangen, Menschen für formale Verifikation einzustellen. John Harrison hat da auch einige Zeit gearbeitet, bevor er zu Amazon weiterging. Das nächste Beispiel ist der Beweis der Kepler-Conjecture von Thomas Hayes. Der sagt, die beste Art, Orangen zu stapeln, ist in so einem sechseckigen Pyramide, ist einfach die Art, wie es auch in einem Marktstand gemacht wird. Und es gab einfach keinen Beweis, dass das tatsächlich die effizienteste Art ist. Und er hat einen Beweis gefunden, aber es hatte 200 Seiten von handgeschriebenen Notizen und 3 Gigabyte von an Beispielen. Und wieder haben die Experten gesagt, nun, wir sind uns nicht sicher darüber, aber es scheint korrekt zu sein. Und die Idee eines formalen Beweises ist es jetzt, dass wir Computer benutzen, um logikbasiert diese Beweise zu überprüfen. Das heißt, wir geben den Beweis in den Computer ein mit einer speziellen Sprache und der Computer checkt dann, ob der Beweis korrekt ist. Und man sieht natürlich, das ist so ein Henne- und Ei-Problem, denn woher weiß man denn, dass dieses Computerprogramm, das den Beweis checkt, selbst korrekt ist? Darüber werde ich ein bisschen sprechen. Das ist tatsächlich eine sehr weiterentwickelte Forschungsumgebung. Und darüber werde ich ein bisschen reden. Ich werde das an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir einfach das Beispiel von geraden und ungeraden Zahlen. Also, was ist die Definition einer geraden Zahl? Naja, es ist eine Zahl, die durch 2 geteilt werden kann. Das heißt, eine Zahl ist gerade, weil sie so geschrieben werden kann, dass sie 2-mal eine andere Zahl ist. Also zum Beispiel 0 ist 2-mal 0, 2 ist 2-mal 1, ist 2-mal 1 und so weiter. Das ist eine ungerade Zahl. Und eine ungerade Zahl ist eine gerade Zahl plus 1. Ja? Also die ungeraden Zahlen sitzen hier dazwischen. Jetzt will ich ein Lemma beweisen, nämlich dass, falls die natürliche Zahl n gerade ist, dann ist die natürliche Zahl n plus 1 ungerade. Wie machen wir das? Und hier ist ein einfacher Beweis. Was machen wir? Nun, wir nehmen an, dass n gerade ist. Das heißt, es existiert irgendein k, sodass n 2-mal k ist. Also wissen wir, dass das hier wahr ist. Und was wir jetzt machen, ist, nun, wir addieren einfach auf beiden Seiten 1 und dann erhalten wir, dass n plus 1 die Form 2-mal k plus 1 hat. Und was wissen wir jetzt über Zahlen, die diese Form haben? Naja, sie sind per Definition ungerade. Also muss n plus 1 ebenfalls ungerade sein. Okay. Was ich euch als nächstes zeigen will, ist ein Beispiel eines Computerskripts, wo ein Computerprogramm, genannt COG, das ist ein automatisierter Beweisassistent, das beweist oder den Beweis überprüft. So sieht das aus. Und ich kann jetzt natürlich nicht in die Details gehen, aber die Idee ist,
dass wir irgendeine Bibliothek Arithmetik importieren. Das wurde einfach schon definiert. Wir definieren für die natürliche Zahl n, dass sie gerade ist, falls ein k existiert, sodass n gleich 2 mal k ist. Eine natürliche Zahl ist ungerade, falls ein k existiert, sodass n gleich 2 mal k plus 1 ist. Hier ist ein Encoding des Lemmas. Für alle n, falls n gerade ist, dann ist n plus 1 ungerade. Hier ist der Beweis. Nochmal, ich werde jetzt hier nicht in die Details gehen, aber hier sind Kommandos an den Beweisassistenten. Hier sind Kommentare, die versuchen zu beschreiben, was in diesem Schritt passiert. Und die Idee ist, am Ende schreibe ich einfach QID und das Computerprogramm checkt alle diese Stufen, diese Schritte, und es sagt dann, ja, das ist korrekt, oder es sagt, nein, dieser Schritt hier ist falsch, mach das bitte richtig. Und die Idee ist, das eben interaktiv zu machen, und ich gehe, wie gesagt, nicht weiter in die Details. Okay. Nächste Frage ist, warum sollten wir diesem maschinengecheckten Beweiswert vertrauen? Was nun ist, dieses Programm basiert auf Alonzo Churches typisierter Lambda-Kalkül von den 1930ern. Das dem Peer Review von anderen Mathematikern standgehalten hat. Das Forschungsinstitut INRIA aus Frankreich hat eben COC entwickelt. Das sind ungefähr 50.000 Zeilen OCaml-Code. Das wurde von vielen Menschen überprüft und das ist alles öffentlich. Und ja, wir müssen manchen dieser Sachen vertrauen, aber die können wir tatsächlich auch überprüfen. Und die Idee ist, dass wir dieses Framework jetzt benutzen, um formal verifizierte Wahlabzählungen zu tun. Hier ist eine Karte von dem, was wir gemacht haben. Wir haben den Gesetzestext genommen. Das sind die 40 Seiten englischen Text des entsprechenden Gesetzes. Wir haben manuell die Regeln daraus extrahiert und als Zustandsübergänge modelliert, die in dem Abzählprozess auftreten, und haben versucht, das so einfach wie möglich zu halten. Also wir versuchen hier nicht einen vollständigen Computer zu machen, sondern eine Art von abstrakter Maschine in Logik. Dann haben wir in diesem Gesetzestext in Texte von with some notion of correctness, this thing produces a correct count with the appropriate notion of correct count. Wenn wir wissen, dass dieses richtig ist, dann wissen wir, dass das auch eine korrekte Zählung bedeutet. Ich kann dir die Details nicht genau sagen, aber ich komme später nochmal darauf zurück. Aber der COC-Beweissystem ist so gut, dass wir automatisch diese Zertifikate erzeugen können. Und wenn man in COC einen Beweis schreibt und COC den akzeptiert, dann wissen wir, dass es wirklich wahr ist. Und dann drücken wir nur noch auf einen Knopf. Und warum sollten wir dem vertrauen? Na gut, es ist alles veröffentlicht. Man kann einen Wahlexperten fragen und man kann einen Mathematiker von der TU Darmstadt bitten, das zu überprüfen, die Mathematik zu überprüfen. Und dem Einzigen, dem man trauen muss, ist das Zertifikat, was wir veröffentlichen. Und das kann man überprüfen. So, was haben wir bisher gemacht? Wir haben diese Zählverfahren und die Schulze-Methode auch benutzt. Die wird zum Beispiel von Linux benutzt, wenn sie entscheiden wollen, in welche Richtung man den Code forken soll. Und wir haben exakte Bruchrechnungen implementiert hier. Und wenn man können das hier bis zu 10 Millionen Stimmen in 20 Minuten zählen für 40 Kandidaten und 20 Plätze und wissen genau, in welchen Staat es dann geht. Und ein Informatikstudent im dritten Jahr kann hier einfach ein Programm schreiben, was überprüft, dass das Zertifikat korrekt ist anhand der Regeln. Und in der idealen Welt muss man nicht mal der Software oder der Hardware vertrauen, denn der Proof beweist, dass wenn das Zertifikat korrekt ist, dann ist auch die Zählung korrekt. Ja, und außerdem bedeutet das, wenn wir einen falschen Count haben, eine falsche Zählung, dann ist auch das Zertifikat falsch.
Umkehrschluss. Und darüber rede ich jetzt noch ein bisschen. Und was wir hier machen, ist, wir haben eine minimal abstrakten Zustandsautomaten gemacht. Der hat drei Arten von Zuständen, Initialzustände. Und dann gibt es einen Endzustand, wo wir die Gewinner kennen. Und dann gibt es mehrere Zwischenzustände. Und die Details kann ich jetzt nicht alle im Einzelnen erklären. Aber diese Zwischenzustände haben viel verschiedene Daten. Das sind zum Beispiel Listen und Stimmzettel wandern von einer Liste in die andere Liste, je nach den definierten Zustandsübergängen. Und die Zustandsübergänge korrespondieren zum Zählen, Streichen, Transferieren, Übertragen, Wählen und Gewinner festlegen. Und es geht dann von einem Zustand in einen anderen Zustand. Und das ist in einer Logik beschrieben. Und die Idee ist, wir beweisen nur die Minimalbedingungen, dass es den Regeln entspricht. Und ich kann es auch nicht genau im Detail zeigen hier, aber ich möchte ein einfaches Beispiel noch vorstellen. Wir gehen jetzt mal zurück zu der Idee der natürlichen Zahlen. Und was ich machen will, ich zeige etwas Code, der die natürlichen Zahlen in Coq abbildet. Und das ist Coq hier zum Beispiel und das ist eine Anweisung für Coq. Und 0 sind meine natürlichen Zahlen. Und das große O sind meine natürlichen Zahlen und ein großes S ist eine Funktion, die irgendeine natürliche Zahl nimmt und eine natürliche Zahl ausgibt. Und was bedeutet das? Zum Beispiel 0 ist in groß O und 1 ist S von O und 2 ist S von S von O und jede natürliche Zahl ist so ein String und hat eine bestimmte Anzahl S davor. Und dieses komplizierte Ding hier implementiert diese Zustandsmaschine und es gibt eine Anfangsliste von Stimmzetteln und es gibt eine finale Liste von Kandidaten, die gewählt sind. Und dann gibt es eine komplizierte Struktur dazwischen, die ich jetzt im Detail hier nicht alles erklären kann. Und die Minimalinstanz ist gegeben durch die Definition von diesen Regeln und diese Regeln, die Bedingungen erfüllen. Und die Bedingungen bestehen aus zwei Teilen. Wann muss die Regel angewendet werden? Und in Coq beweisen wir jetzt drei Sätze, nämlich jeder Übergang reduziert die Komplexität und wir reduzieren die Komplexität von dem, was übrig bleibt. Das heißt, am Ende haben wir die Komplexität auf null reduziert. Und es gibt die Liveness-Anforderung. Das heißt, es kann keinen Zustand geben, der blockiert. Es muss immer eine Übergang geben. Wenn man immer wenn eine beliebige Menge Stimmzettel haben, dann terminiert dieser Prozess immer. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Code Extraction von Coq benutzen. Coq extrahiert den Code. Das kann ich auch nicht hier einzeln erklären, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Programm erzeugt, das ein Zertifikat erzeugt. Und was ist ein Zertifikat? Ein Zertifikat ist ein Durchlauf von diesem Zustandsautomaten und es ist einfach, ein Programm zu schreiben, was dieses Zertifikat überprüft. Und ich zeige jetzt gerade noch ein Beispiel. Ich gehe mal zurück wieder zu den natürlichen Zahlen und ich behaupte, dass dieses ist ein Zertifikat einer korrekten Addition. Und was ist das? Ist nur ein Stapel, ein Stack und addiere etwas zu etwas zu etwas. Und in derselben Art ist dies ein Zertifikat, das von unserem Stimmzählprogramm ausgegeben wurde. Und dies ist ein Stimmzettel. A ist mir lieber als C, ist mir lieber als B. Und das Move bewegt sich irgendwie durch diese Liste, bis man am Ende einen Gewinner hat. Und das ist hier im Wesentlichen, was passiert. Und die Behauptung ist, dass um dieses Zertifikat zu überprüfen, braucht man nur einfache Mustererkennung. Und dieses sind die Regeln, die angewendet werden, um von der einen Zeile zur nächsten zu gehen. Und es gibt die Regeln hier, addiere 0 und addiere S. Und in diesem Fall gibt es dann die, jetzt zeige ich nochmal ein Beispiel und mein einfaches Beispiel. Wir definieren die natürlichen Zahlen, wie ich das gesagt habe, und die einfache
Ableitung ist, dass jeder Zeichenkette dieser Form, der mit dem Wort add anfängt und drei Sachen danach hat, die x, y, z sind. Und das erste muss gleich dem dritten sein und das mittlere muss größer sein. Und warum ist das? Das liegt daran, wenn ich 0 zu x addiere, dann ist x. Und wenn ich 0 zu x addiere, dann bleibt es x. Dann ist das mittlere immer 0. Und wenn ich sage x, wenn ich y zu x addiere, gibt es z. Und wenn ich x zum s von y addiere, dann habe ich s von z. Und wenn ich y und z durch sy und sz ersetze, dann ist es auch richtig. Und was ist eine Ableitung davon? Das ist ein Stapel von diesen Ableitungen. Und der Satz behauptet, dass eine korrekte Ableitung immer ein korrektes Ergebnis ergibt. Und ich behaupte, dies ist eine korrekte Ableitung. So, ist dieses korrekt? Ja, das ist richtig, denn es ist etwas und dasselbe nochmal und dazwischen ist eine Null. Und das ist richtig. Und 0 plus 1 ist 1. Und wenn das eine korrekte Ableitung ist, dann haben wir nur ein S0 und ein S dazugefügt bei dem zweiten und ein S dazugefügt bei dem dritten. Und das ist die Step Derivation, der Ableitungsschritt. Und also ist das auch eine richtige Ableitung. Und das bedeutet hier 1 plus 1 ist 2. So, was ist das Endergebnis? 1 plus 3 ist 4. Und alles, was man machen muss und alles, was man überprüfen muss, ist, dass man diese Regeln, die ich hier oben definiert habe, anwendet. Und was ist der Vorgang für Wahlen? Das heißt, wir haben diese logische Ableitung von diesem von dem Wahlprozess und wir veröffentlichen einen mathematischen Beweis, dass dieses korrekt angewendet wurde. Und diese Software ist wahrscheinlich fehlerhaft, aber es muss ein korrektes Zertifikat am Ende erzeugen. Und das dem entspricht, was wir meinen, wenn wir sagen, ein korrektes Zertifikat. Und die Software macht es vielleicht nicht, aber die Behörde muss alle Stimmzettel veröffentlichen. Und dann haben wir verfügbare Möglichkeit, alles zu überprüfen. Jeder beliebige Informatikstudent im dritten Jahr kann ein Programm schreiben, um das zu prüfen. Das müssen die tun, einfach nur die Regeln, was ein korrektes Zertifikat ist und die Ableitungen in diesem Pattern Matching zu implementieren. Also was wir haben könnten, ist sehr, sehr viele Zertifikatsprüfer, die unabhängig voneinander entwickelt werden. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle von ihnen denselben Bug enthalten. Also was machen wir jetzt? Nun, wir machen die Wahl, alle checken das und irgendjemand sagt, das öffentliche Zertifikat ist inkorrekt. Und was wir jetzt machen können ist, nun, okay, das öffentliche Zertifikat ist inkorrekt. An welcher Stelle ist denn der Fehler? Wir haben gesagt, und wenn ihr dann sagt, nun, das ist falsch in Zeile 53, also zum Beispiel in dieser Zeile, nun, dann können wir das nachprüfen. Also es gibt öffentliches Nachprüfen von so einer Behauptung. Jemand anders könnte sagen, oh nein, mathematischer Beweis ist falsch. Okay, sagt uns, wo ist die Regel in der Logik bricht. Wir haben den Beweis ja veröffentlicht. Also könnt ihr in Berlin oder in Karlsruhe oder irgendwo zu den Akademikern gehen und sie fragen, diesen Beweis nachzuprüfen. Und anders könnte sagen, die Correctness-Kriterien oder die Encoding in der Mathematik ist falsch. Und auch hier kann man wieder fragen, nun gebt uns ein Beispiel dafür, wo ist denn die Gesetzgebung bricht. Und wiederum, das kann man überprüfen. Und am Ende, nun, was ist das, was ist, wenn das Stimmzählungsprogramm buggy ist oder gehackt wird? Und der Schluss hier ist, dass wir das, dass uns das gar nicht interessiert, denn wir sind ja nur an dem korrekten Resultat interessiert. Und auch wenn das Programm selbst fehlerhaft ist,
Das Resultat kann trotzdem geprüft werden. Das heißt, dass der Bug während dieser Ausführung des Programms sich nicht manifestieren konnte. Das heißt, es könnte einen Bug im Programm gegeben haben oder es könnte gehackt worden sein, aber in dieser Ausführung war das nicht relevant und diese Ausführung ist dennoch korrekt. Das ist die Idee. Okay, was haben wir getan? Nun, wir haben das übertragbare Einzelabstimmungssystem gemacht, eine Fürze-Methode und and you don't need to trust the hardware or software because there are all these certificate checkers written by Zertifikat ist ein Quelltext Dokument das für die Korrektheit garantiert und man muss weder der Hardware noch der Software vertrauen, denn es gibt all diese Zertifikatschecker von anderen Menschen. Jetzt der einzige Nachteil ist, dass wir dafür alle Wahlzettel veröffentlichen müssen und das ist tatsächlich ein Problem, denn es ist bekannt, wenn man diese alle veröffentlicht, dann ist die Wahl anfällig für etwas, was sizilianische Attacke genannt wird, dann wurde es der Zertifikatschecker zu schreiben, der gecheckt wurde, in C mit einem anderen interaktiven Beweiser namens CakeML. Wir können alle Schemata, die in Australien benutzt werden, damit abdecken. Und die Frage ist jetzt, können wir das immer noch tun, wenn die Wahlzettel verschlüsselt sind? Denn dann würde um diese Attacke herumkommen. Und jetzt die Konklusion, die ich in Deutschland gerne verbreitet haben möchte, ist, dass dies eben möglich ist, solche Systeme zu bauen. Danke für den Talk. Jemand im Chat meinte, if you want to ask questions, dass bevor Sie übertragbare Einzelabstimmungen gehört haben, dachten Sie, dass das deutsche Wahlsystem kompliziert sei. Als Erinnerung, ihr könnt Fragen To the Q&A session. Rajiv should join us now. Yes, he is. Hello and welcome. Willkommen bei der Q&A session. Sollte jetzt da sein? Ja, jetzt. Hallo und willkommen. Few questions. I'm positively surprised about that. Okay. Wir haben tatsächlich einige Fragen. Are there similar movements to public money, public code in Australia? Erste ist, gibt es ähnliche Ansätze zu Public Money, Public Code in Australien oder gibt es internationale Kooperation zwischen diesen Bewegungen? Und the first one is, wie argumentiert man gegen Closed Source Code? Das erste ist um internationale Kooperation und soweit ich weiß, gibt es die nicht. Die einzige Kooperation ist zwischen Akademikern wie ich. Das heißt, es gibt Gruppen in Karlsruhe und in Frankreich, in Enria und es gibt einige andere Gruppen auf der Welt, die die Wahlkommission drängen wollen und bewegen wollen, diese Technologie zu akzeptieren. Und das größte Problem, was wir haben, ist, dass die Wahlkommission nicht dass sie nicht wirklich gut entwickelte Software anschaffen, so nicht wie die NASA oder wie die Weltraumbehörden, sondern wenn ein Hersteller sagt, der Code ist korrekt, dann sagen sie, okay, dann gut, dann der Hersteller hat gesagt, es ist korrekt, dann glauben wir das. Und Entschuldigung, was war die zweite Frage? So I think it was more about the to get the public. Wie geht das zusammen mit der Argumentation gegen Closed Source Code? Also ich glaube, es war eher darüber, wie bekommt man den Zeilcode veröffentlicht? Ja, was hier passiert, ist, dass es ein seltsamer Zusammenfluss von Interessen ist. Die Wahlkommission haben viel Vertrauen aufgebaut in den letzten 100 Jahren. Und das Letzte, was sie wollen, ist, dass ihr Vertrauen unterminiert wird. Also was sie nicht wollen, ist, sie wollen nicht, dass Akademiker in die Luft springen und sagen, da ist ein Fehler in deinem Code und da ist noch ein Fehler in deinem Code. Sondern was sie lieber wollen, ist, der Hersteller garantiert, dass alles in Ordnung ist. Vertraut uns. Und das wird sich nur ändern, wenn da wirklich ein
großes Unglück passiert, so dass ein Kandidat die Wahl verliert und vor Gericht zieht und dann muss die Wahl wiederholt werden und es kostet Millionen Dollar und ist sehr peinlich und es wird nur sich ändern, wenn wirklich eine Katastrophe passiert. Und was wir herausgefunden haben auf der ganzen Welt ist, dass es viele Akademiker wie mich gibt, die im Quadrat springen und sagen, wir brauchen Verifikation und das für aus den Gründen, die ich eben erklärt habe. Das klingt wie Security through Obscurity. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Zu den Bugs im Zellmodul, gab es irgendwelche Anforderungen an das Code, um Fehler zu vermeiden, zum Beispiel statische Analysen? Ja, weiß ich überhaupt nicht. Alles, was Sie uns gesagt haben, ist, dass Sie ihn ausführlich getestet haben und alle Tests bestanden haben. Und man muss gucken, wo das in den Wahlen herkommt. Früher haben Sie natürlich Stimmzettel von Hand ausgezählt. Und in Canberra haben wir irgendwie 250.000 Wähler. Und und Sie müssen diese Stimmen schnell zählen, um das Wahlergebnis bekannt zu geben. Und in 1996 gab es eine Anfechtung und es ging nur um drei Stimmen oder so. Und Kandidat A wurde als Gewinner veröffentlicht und dann mussten sie von Hand nochmal alles nachzählen. Und dann war es andersrum. Und B hatte dann gewonnen um nur fünf Stimmen. Und Kandidat A hat es angefochten. Und also haben sie es nochmal nachgezählt. Es brauchte wieder eine Woche. Und ich weiß nicht, wie es am Ende ausgegangen ist, aber es hat 3 oder 4 Wochen gedauert. Um wirklich das Endergebnis dann, das nicht mehr angefochten wurde, bekannt zu geben. Und deswegen hat die Wahlkommission gesagt, das ist doch verrückt, es muss eine bessere Möglichkeit geben. Lass uns das mit Computern machen. Aber natürlich, was er nicht bemerkt hatte, ist, wenn man das mit Computern macht, dann hat man alle seine Eier in einem einzigen Korb und man muss vertrauen, dass dieser einzelne Fehlerpunkt, dem muss man vertrauen. Und, Okay, danke. Die nächste ist, habt ihr den Cock zu Haskell-Compiler korrekt bewiesen? Und dass ihr nicht mit Force als Vorbedingung irgendwo aufhört? Ja, natürlich ist bei formaler Verifikation auch, ne, Garbage in, Garbage out. Wenn man mit irgendwas Falschem anfängt, dann kann man irgendwas, kommt alles mögliche Unsinn raus. Ja, es gibt keinen Beweis, dass Cock konsistent ist. Es könnte sein, dass da ein schlimmer logischer Fehler drin ist in dem formalen Code. Aber letztendlich haben wir hier einen Beweis, dass ein korrektes Zertifikat eine korrekte Zählung bedeutet. Und das heißt, selbst falls da in Cock ein Problem sein sollte, können wir sagen, dass dieser Fehler in Cock in diesem Beweis nicht vorgekommen ist, denn wir können den Beweis überprüfen. Ja? Und das ist einfach das wissenschaftliche Peer-Review-Verfahren. Ne? Ja? String Theory ist vielleicht falsch, aber alle Tests, die uns im Moment einfallen, die besteht es und alle Experimente, die uns einfallen. Ja. Ja. Okay. Ich denke, die nächste Frage ist nicht ganz ernst gemeint. Sie ist, vertraut irgendjemand einem Informatikstudenten im dritten Jahr? Ja, ich weiß nicht, ich würde dem, glaube ich, nicht von australischen Universitäten würde ich denen nicht trauen, aber in Deutschland, glaube ich, lernen die richtige Sachen und ein Vordiplom und Diplom ist nicht trivial, also ich traue Informatikstudenten im dritten Jahr aus Deutschland. Okay, ich glaube, viele im Chat werden über diese Antwort sehr glücklich sein. Okay. Nächste ist, bis zu welchem Grad vertrauen Wähler in diesen Wahlmaschinen? Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Wahlmaschinen im Talk gibt, aber ich nehme an, du kannst es besser beantworten. Ja, in Canberra haben wir kein elektronisches Wählen mit einem Tablet oder sowas.
Man geht in eine Wahlkabine und in der Kabine ist ein Computer mit einem Bildschirm und dann drückt man die Knöpfe. Ich glaube, es ist ein Touchscreen und man berührt den Bildschirm, um den Stimmzettel zu erzeugen. Und dann sage ich, yes, ja, das ist das, was ich wählen will. Und dann bekommt man nochmal einen freundlichen Bildschirm und sagt, vielen Dank, Ihre Stimme ist abgegeben, vertrauen Sie uns. Und was Leute fragen sollten, ist, woher weiß man, dass der Stimmzettel, der auf dem Bildschirm angezeigt wurde, ist tatsächlich der, der abgegeben wurde? Woher weißt du, dass die Maschine keine Fehler macht bei der Abgabe der Stimme und wählt immer nur einen Kandidaten? Und leider weiß der einfache Wähler nicht, dass er diese Frage stellen müsste. Und was sie stattdessen fragen ist, also ich kann auch eine Papierwahl nicht überprüfen, deswegen vertraue ich der Wahlkommission. Und ich weiß nicht genug über Computer, um zu wissen, dass was auf dem Bildschirm ist, ist auch wirklich die Stimme, die abgegeben wird. Aber ich vertraue der Wahlkommission. Whether and how you distinguish. Wer anders will wissen, e-voting. E-Counting von E-Voting unterscheidest. Ja, ganz zu Anfang, wenn Sie sich erinnern, ich habe gesagt, am Anfang gibt es dieses Ende-zu-Ende-Verifikation von Wählen. Das heißt, das Abgeben der Stimme, so wie gewollt, und so gesammelt, wie abgegeben und gezählt, wie registriert. Und im elektronischen Wählen muss man alle drei haben. Man muss die Stimme abgeben auf dem Tablet. Irgendwie muss das Tablet einen Nachweis erbringen, dass das, was du auf dem Tablet erzeugt hast, wirklich ist der elektronische Stimmzettel, den du abgeben wolltest. Und das Tablet sendet die Stimme übers Ethernet zur Wahlkommission. Und die Wahlkommission muss irgendwie Nachweis erzeugen, den der Wähler überprüfen kann, dass das Stimme nicht verändert wurde bei der Übertragung. Und die Wahlkommission das Ergebnis verkündet, muss sie Nachweis erbringen, öffentlichen Nachweis, den ich überprüfen kann, dass die Stimme wirklich in dem Gesamtergebnis drin war. Und das ist der traditionelle Weg, wie man elektronische Stimmabgabe macht. Es gibt Systeme, die das können. Aber in Canberra haben wir also eine Stimmkabine. Das heißt, man gibt die Stimme in der Kabine ab, im Privaten, auf einem Computer, von dem sie behaupten, dass sie richtig funktioniert. Und die Stimme ist dann irgendwie übertragen an die Wahlkommission. Und die sagen, es ist alles richtig und alles sicher. Und dann wird das mit ihrem Programm, das sie uns nicht zeigen, gezählt. Und die versichern uns, dass alles in Ordnung ist. Aber in Canberra haben wir keine Ende-zu-Ende-Verifikation, denn wir müssen der Wahlkommission und dem Hersteller vertrauen in allen Schritten auf diesem Weg. Ist das eine Antwort? Ich denke schon. Im Wesentlichen behandelt man das dritte Problem und lässt die anderen beiden. Okay. So another one. Und es gibt hier ganz komplizierte kryptografische Verfahren, um den ersten Schritt abzusichern. Okay. Eine andere Frage war, in Deutschland haben wir doch bizarrere Wahlmethoden. Irgendwelche Ideen, ob das mit kumulativen Wahlsystemen oder Entschuldigung, ist hier geschrieben. Ja, also ist das auch eine Lösung für alle Situationen? Und die einfache Antwort ist, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert, aber meine Kollegen in Karlsruhe zum Beispiel, da gibt es theoretische Informatiker und eine formale Methodengruppe in Karlsruhe, die wären die richtigen Leute, die das deutsche System verstehen könnten. Tut mir leid, ich habe mir das wirklich noch nicht angeguckt. Okay. Und ich habe eine Gegenfrage. Du hast gesagt, dass das deutsche System ist etwas bizarr, aber dieses System, was ich gezeigt habe, ist auch schon ziemlich kompliziert. Ist das noch komplizierter als diese übertragbare Einzelstimmabgabe? Das ist eine gute Frage. Ich habe
in die Bundeswahlsysteme nicht mehr reingeguckt, aber es könnte in den Lokalwahlen sein, dass es kompliziertere Wahlsysteme gibt. Aber das ist nur meine unqualifizierte Antwort. Also da gibt es wahrscheinlich deutlich qualifiziertere Menschen. Ja, also wir wissen, dass dieses Verfahren ist eins der kompliziertesten und es gibt die soziale Wahltheorie und wo Mathematiker verschiedene Wahlverfahren verglichen haben und Leute haben sich viele andere Sachen alternativ ausgedacht, um es fairer oder besser zu machen und es gibt mindestens 10 verschiedene Verfahren, die wir angeguckt haben. Und dies ist eins der komplizierteren. Und alles hängt davon ab, zum Beispiel, wie man Gleichstände auflöst, wie man entscheidet, welcher der schwächste Kandidat ist und solche Sachen. Zum Beispiel im ACT-System in Canberra, da heißt es, wenn alles gleich ist, bis zum Anfang zurück, dann kann der Wahlvorsteher eine Münze werfen oder zufällig auswählen. Und das ist auch schon recht bizarr. Ja, okay. Jemand hat gesagt, dass scheinbar diese besonders bizarren Systeme vor allem in Bayern auftreten, einem der südlicheren Staaten. Ja, ich habe schon gehört, dass Bayern etwas ungewöhnlich ist. Ja. Okay, dann die letzte offizielle Frage. Wie wird das Zertifikat generiert? Und der Fragensteller meinte, dass es während dem Talk verpasst. Und das Zertifikat ist nur ein naiver Ausdruck von dem Ablauf des Zustandsautomaten. Ja, und ich meine, streng genommen könnten wir auch schummeln und könnten die Stimmzettel nehmen und zufällig ein Zertifikat erzeugen und behaupten, dieses Zertifikat wäre korrekt. Vielleicht benutzen wir nicht mal ein Programm dafür. Wir haben einfach nur 1000 Affen, die auf Schreibmaschinen zufällig ein Zertifikat erzeugen. Und nach einer Stunde oder so sagen wir, so, dies ist das Zertifikat. Und ich habe gewonnen. Aber es ist egal, denn der Beweis sagt, wenn man das Zertifikat verifizieren kann, dass das korrekt ist, dann ist die Zählung, die da drin beschrieben wird, ist dann korrekt. Das heißt, es ist egal, wenn wir einen Zufallsgenerator benutzen. Das machen wir natürlich nicht, aber wir könnten das machen. Okay, danke. Eine letzte Frage, die wir im Studio hatten. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr erklären, was das Problem mit der Veröffentlichung der Wahl ist? Hattest du eine sizilianische Attacke erwähnt? Ja, das geht zurück auf die Mafia in Sizilien. Und deswegen heißt es der sizilianische Angriff. Und was man macht, ist, man hat eine Wahl zum Beispiel zum Bürgermeister und will wissen, dass Raj gewählt wird, denn Raj ist ein Krimineller und man kann ihn bestechen und so, dass er macht, was du willst. Und was man macht, ist, man erzählt dem Wähler, ich will, dass du auf diese ganz komplizierte, bestimmte Art wählst, zum Beispiel Frederick auf 3 und Frieda auf 1 und Raj auf 17 und was weiß ich, Jörg auf 5 oder sowas. Und dann, was du dann machst, ist, wenn man die Wahlzettel veröffentlicht und dann guckst du, ob genau dieser komische Wahlzettel dabei ist, dieser Stimmzettel. Ist das, ne, Frieda 17 und Raj 17 oder was weiß ich, Frank 1 oder was auch immer das war. Und wenn dieser Stimmzettel nicht dabei ist, dann weißt du, dass der Wähler nicht das gemacht hat, was du von ihm verlangt hast. Und dann kannst du sein Haus abbrennen oder ihre Kinder erschießen oder was auch immer man da macht. Und in Australien, in STV, in diesem Wahlverfahren, ist das ganz plausibel. Denn zum Beispiel haben wir Wahlen, wo es 43 Kandidaten gibt und man kann in so vielen möglichen Kombinationen seinen Stimmzettel einzigartig machen. Und wir bitten dich, so zu wählen und wenn diese Stimmzettel veröffentlicht werden, dann gucken wir, ob dieser eine ganz komische, perverse Stimmzettel dabei ist. Und dann sind wir sicher, dass wir verteilen die Kandidaten ganz beliebig außerdem, von dem wir wollen, dass er gewinnt und stellen so sicher, dass der gewinnt. Hilft das? Ja, ich glaube, das macht es ein bisschen verständlicher. Das bricht die
grundlegende Annahme, dass jede Wahl tatsächlich geheim ist. Ja, aufgrund der Komplexität des Systems können Stimmen eindeutig identifizierbar sein. Dann war das die letzte Frage. Vielen Dank, Raj, für deinen Talk und auch für die sehr detaillierten Antworten. Und vielen Dank. Und jetzt auf dem Fem-Channel. Das letzte für heute ist die Herald News Show um Mitternacht. Und morgen geht es weiter, oder wir machen weiter um 5 Uhr nachmittags mit Vorlesungsnotizen in LaTeX schreiben. Bis dahin. Okay. Ciao. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit aus der virtuellen Übersetzerkabine. Das war der Vortrag über formale Verifikation von elektronischen Stimmzählungen und wurde übersetzt von Pink Chase-Betcher und ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Danke. Stuebim. Für Feedback bitte den Hashtag C3Lingo verwenden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.